5 Fragen an Erwin Huttelist. Erwin Huttelist leitet die Nature Office USA schon seit vielen Jahren. Seit wann genau, Erwin? Seit 2010, so 8 Jahre jetzt, ja. Okay. In der Zeit hat sich ja in Deutschland und Europa im freiwilligen Klimaschutz wahnsinnig viel verändert. Was hat sich in den USA verändert in der Zeit? Hat sich was verändert? In 2010 war man natürlich sehr optimistisch mit der Obama-Administration. Die waren ja viel eher auf der linken Seite des Spektrums und natürlich auch viel engagierter im Klimaschutz, im Umweltschutz und so weiter. Aber natürlich in dem Zeitraum jetzt nach diesen Wahlen in 2016 mit der neuen Administration haben sich das auch natürlich geändert. Aber wo wir angefangen haben 2010, da war schon Interesse auch in den USA, weil es auch von der Administration, also von der Politik gefördert worden ist. Ja. Und da waren Anfragen, da waren Interessen und man muss sich ja vorstellen, der Vergleich von Amerika zu Europa oder speziell Deutschland, ja, ist es ja dramatisch. Das sind ja die Deutschen ja 40 Jahre vorher. Mhm. Ja, und das ist ja der Gedankengang und der, wie man darüber denkt, über das Verwenden von Produkten, ist ja ein anderer Planet in den USA. Aber woran liegt es eigentlich, dass in den USA alles groß ist, alles big, alles im 10er und im 100er Pack? Woher kommt das eigentlich? Sind es Verlustängste? Das, was ich habe, habe ich und kann mir keiner mehr nehmen? Oder woran liegt es daran, dass alles groß ist? Weil ich habe mal einen Typ gefragt, der auf der Straße, warum fahrst du diesen Ferrari? Und der sagt, ja, weil ich kann. Und der Amerikaner sagt, warum kauft ihr dir jetzt da in diesen Großläden ein 5-Liter Glas Gurken und da isst 5 Gurken und den Rest schmeißt du weg? Die gleiche Antwort, weil ich kann. Okay. Es ist halt dieser Materialismus und diese Konsumgeilheit in Amerika so prädominant, dass das wirklich alles überschattet. Und ich glaube, was auch interessant ist, wenn man den freiwilligen Klimaschutz mit der Gesundheitsversicherung in Amerika vergleicht, das sind auch Parallelen, glaube ich. Okay. Und zwar so, man würde sich natürlich in Deutschland fragen, warum die Amerikaner so gegen diese Krankenversicherung sind. Das ist ja unvorstellbar. Ne? Warum würde ich etwas sein, was so zum Vorteil ist für mich? Aber ich glaube, der Amerikaner möchte halt nichts vorbeschrieben bekommen. Sobald eine Regierung sagt, du musst das machen, sagt der Amerikaner nein. Ja. Und mit dem Klimaschutz ist das Gleiche, weil sobald irgendein Staat von Kalifornien zum Beispiel, das ja sehr führend ist im Klimaschutz, kalifornischer Governor sagt, also wir müssen jetzt ein bisschen das und das machen, der Amerikaner sagt, nein, mache ich nicht. Okay. Entweder kommt es von mir oder es kommt überhaupt nicht. Ja. Jetzt stellen wir natürlich auch fest, wenn wir im Fernsehen gucken, dass doch die Stürme stärker werden in den USA, häufiger, kraftvoller. Das heißt, auch in den USA müsste man eigentlich merken, da verändern sich Dinge. Was denkst du, wie lange dauert es, bis der Amerikaner merkt, es verändern sich Dinge, also muss ich auch mein Verhalten verändern oder meine Sichtweise auf die Dinge vielleicht anpassen? Ich glaube, wenn wir sagen Amerikaner, muss man es auch differenzieren. Mhm. Ich glaube, es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen jemandem, der was in Washington State, Oregon, Kalifornien wohnt und jemandem, der in Arkansas oder in Mississippi oder Louisiana wohnt. Es ist einfach so, dass die Menschen in Küstengebieten einfach anders denken als wie die Menschen in dem Inneren von den USA. Warum? Bin ich mir nicht sicher. Ich nehme an, dass in den äußeren Bezirken, also in den äußeren Staaten von den USA, wahrscheinlich mehr Handel mit der anderen Welt betrieben. Ich weiß es nicht, warum. Ja. Aber es ist doch auch so, dass sich auch im Inneren der USA die Dinge verändern. Das Klima verändert sich. Es wird zum Teil dramatisch trocken. Wir sehen jetzt, gut, es ist in Kalifornien die Waldbrände, aber auch in Zentralamerika verändern sich die Dinge. Und die Leute müssten doch mal sagen, Mensch, könnte ja doch sein, dass das irgendwas mit uns zu tun hat. Mhm. Ja, ich finde das eine fantastische Frage. Aber ich weiß keine Antwort drauf. Ich bin eben der Meinung, dass die Leute in den Küstengebieten aufgeschlossener sind als wie die Leute im Inneren von den USA. Ich glaube auch, und das ist natürlich eine reine Hypothese, ist, dass im Inneren der USA Leute viel gläubiger sind als wir in den Randstaaten der USA vielleicht.
Und deshalb, ich hab dir ja schon früher gesagt, es gibt Leute, die einfach sagen, und Gott hat uns das gegeben und deshalb sollen wir es auch verwenden. Und die haben dieses Mindset. Ja. Du sprichst jetzt von dem Senator, der gesagt hat, warum sollten wir auf Öl verzichten? Ist ja Gott. Von Gott und der hat es uns gegeben und bestimmt, dass wir damit Autos fahren und Heizungen betreiben. Wenn der Amerikaner oder Teile der Amerikaner so gläubig sind, was ist es dann mit der Bewahrung der Schöpfung? Warum spielt das keine Rolle? Die Dinge sind schön. Amerika ist ein sehr, sehr schönes Land. Es gibt sehr schöne Regionen, vielfältig. Was ist mit Bewahren von dem, was uns Gott gegeben hat? Spielt das keine Rolle? Ich glaube, es ist jeder individuell, würde darüber eine Meinung haben. Aber im Generellen würde ich sagen, dass wenn jemand extrem gläubig ist, ja, dass das Sein von mir als Person nicht relevant ist. Das, was immer ich mache, ist unwichtig. Gott regelt das sowieso. Okay. So, wenn ich jetzt hier ein Ölfass verbrenne und da die schwarzen Rauchschwaden aufsteigen, ist das okay, weil Gott hat mich hier daran nicht gehindert. Ja? Okay. Man fühlt, ich glaube, das ist eine reine Hypothese, aber ich glaube, dass viele Leute wirklich so denken. Ja? Okay. Jetzt bist du ja so ein bisschen im Spannungsfeld. Du kommst aus Europa, du bist in Österreich geboren, bist hier auch aufgewachsen, warst lange Zeit in den USA auf Hawaii, bist dann ins Festland rüber. Jetzt kriegst du beide Seiten mit. Auf der einen Seite das extreme Engagement im Klimaschutz, auf der anderen Seite dieses Laissez-faire, interessiert mich nicht, ist ja eh alles von Gott zur Verfügung gestellt. Wie gehst du eigentlich damit um? Also auf welcher Seite stehst du eigentlich? Ja. Also, natürlich ist das sehr interessant. Wir waren jetzt gerade wieder in den Staaten für eine Zeit. Wir verbringen ja viel Zeit in den USA. Und natürlich jetzt hier in Österreich, das Teilen des Mülls, das ist schon mal ein Wahnsinn. Ja. Die Mülltrennung. Das gibt's nicht. Ja. Das gibt's also innen. Es gibt's in gewissen Regionen, vielleicht in Kalifornien, in gewissen Regionen gibt's, wo man Papier trennt mit dem restlichen Müll. Aber ich kann dir sagen, die Mülltonne, die wir hier für dieses Haus haben, in zwei Wochen Rhythmen werden die abgeholt, ja. Die ist so groß, als wie der Küchenabfalleimer in dem Haushalt, wo wir in den USA sind, den wir dreimal in der Woche wegschmeißen. Also es ist, glaube ich, nicht immer nur, dass die Menschen diesen Müll generieren und eben so umweltfreundlich sind, sondern es ist einfach die ganze Umwelt. Ich meine, die können ja nicht anders. Ne? Du gehst heute zum Walmart oder zu irgendeinem großen Laden und kaufst dir deine Cornflakes ein. Ne? Du machst die Schachtel auf, man ist halb voll. Ne? Oder du kaufst dir ein Produkt, das ist fünfmal eingepackt, mit Plastik eingewickelt. Es ist einfach von der Industrie her schon sehr viel Müll gegeben. Weil es geht ja Hand in Hand. Ne? Der, was den Fruchtsaft macht, der möchte Geld verdienen. Dann der Typ, was die Flaschen macht, möchte Geld verdienen. Der, was den Flaschenverschluss macht, möchte Geld verdienen. Der, was das Verpackungsmaterial für diese Flaschen, der, was die Flaschenkisten macht. Und jeder versucht, so viel wie möglich von seinem Produkt natürlich am Markt zu haben. Ja? Das ist sicher etwas. Aber ich muss wieder dazu sagen, in Kalifornien oder in Washington oder in New York, also New York State und New York City, Washington, D.C., Virginia, Illinois, das sind Gebiete, die schon ganz anders denken als wie wieder das Center von den USA. Du brauchst nur daran denken, was da für ein Aufruhr war in den Appalachian Mountains, wo sie diese Kohlebergwerke stilllegen wollten. Mhm. Ja, und zu der Zeit, die Obama Administration hat ja auch vorgeschlagen, andere Fabriken subventionieren, dass Leute Arbeitsplätze haben, ist ja verständlich. Ja. Wenn ich meinen Job verliere, natürlich möchte ich nicht verlieren. Aber bei Gott, ich will nicht darum kämpfen, dass ich in einem Bergwerk arbeite. Ich meine, wer möchte wirklich untertags Kohle schaufeln, wenn ich die Möglichkeit hätte, einen besseren Job zu haben? Es ist ganz ein interessantes Denken von manchen Leuten. Auch dieses sentimentale Denken über meine Geschichte. Also der würde zum Beispiel sagen, auch mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater, die sind eben 1820 nach den USA gekommen und alle haben im Bergwerk gearbeitet. Als würde ich auch im Bergwerk arbeiten. Das ist schon ein eigenartiger Gedankengang mancher Amerikaner. Mhm.
Und ich finde es auch interessant, dass der Amerikaner in Amerika einerseits ja so ein kreatives Volk ist, ja, ja, und so eine kreative Industrie ist. Ich meine, die Apple iPhones, ich meine, so viele medizinische Errungenschaften, mal so viel kommt aus Amerika wegen dem freien Denken. Mhm. Aber im gleichen Atemzug kann man sagen, dass was doch sehr limitiert ist, also schon sehr gedrückt ist von eigenartigen Gedankengängen, ja? Mhm. die Deutschen zum Beispiel nicht haben. Ne? Ja. Die Deutschen mir sagen immer, mein Vater so gemacht hat, warum soll ich das so machen? Ja. Ne? Das ist interessant. Ja? Ja. Und dann an der Kreativität, dann fehlt der Mut in Deutschland, in vielen fehlt der Mut zu sagen, das ist super, das machen wir, weil man halt ein bisschen Angst hat, sich lächerlich zu machen. Mhm. Und in Amerika wieder totale Gegensatz. Wir schmeißen einfach Ideen und Sachen an die Wand und irgendeine Idee bleibt schon kleben und mit der machen wir Geld.